Hallo und herzlich willkommen zurück zu The First Templar. Hoffentlich jetzt in der richtigen Auflösung, wenn das Spiel das nicht wieder zerschossen hat. Ich habe gerade nachgeguckt, müsste jetzt alles stimmen. Bei mir betend der gute Mathis. Hey ho, warum habe ich einen 11.300 Erfahrungspunkte? Ist irgendwas passiert in der Zwischenzeit? Ich habe auch noch 6.000 über. Geschenkt bekommen, weil solange der Server down war. Du hast... Hä? Nee, wir waren einfach nur so gut. Aber das wird's vermutlich gewesen sein. Ich habe nämlich auch noch 6.000. Was wollte ich Ihnen gerade sagen? Wir sind jetzt in der Wüstenstadt und suchen den Tempel der Neuen. Der neuen Gründungsmitglieder des Tempelritterordens. Der armen Ritter Christi und des Tempels zu Jerusalem, um es komplett zu sagen. Jerusalem. Jerusalem. Es wird super, Leute. Ich freue mich ja total. Der Server war eine ganze Weile nicht erreichbar. Mhm. Und der gute Wyriad, der hat nämlich vor Justamente 5 Minuten. Nee, 2 Stunden ist das ja. Aber ich habe vor 5 Minuten geantwortet. Einen Kommentar geschrieben und gefragt, wie das Spiel ist. Mathis, wie ist das Spiel? Es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Spielt es zu zweit. Ich glaube, alleine kriegt ihr dabei die Krätze. Ich habe auch gemeint, aber das ist alleine bestimmt total kacke. Aber zu zweit ist das richtig cool. Macht richtig Spaß. Es ist super. Gut, hast du dir schon ausgesucht, was du gerne zur Steigerung hättest? Ja, und zwar hätte ich jetzt erstmal gerne hier linker Hand den Gegenangriff, einfach um zu gucken, was da so passiert. Ja. Ja, Moment. Oh, Schwungschlag und Feger. Wirft alle Feinde um euch herum zu Boden. Der Feger. Der Feger, den kaufe ich dir sofort. Wirft alle Feinde um euch herum, kann unterbrochen werden. Inbrunst 1. Ja, cool. Wie mache ich das, verflucht? Mit der 1. Indem ich auf die 1 drücke. Und dann kaufst du auch noch verbesserter Feger. Gegner können euren Feger nicht unterbrechen. Ja, schön. Na dann, wo wir schon mal hier sind. Dadurch, dass die Maria sowieso ein ganz heißer Feger ist. Rasender Feger verursacht zusätzlich zum Niederschlag auch noch Schaden. Jetzt geht's los hier. Es ist ja nicht mehr auszuhalten. Das kaufst du auch, ne? Ja, du. Also, wenn ich was will. Nett. Stärke des Ritters hätte ich an dieser Stelle dann noch. Gucken wir erstmal, was macht ein Schwungschlag. Warum nimmst du nicht noch Schwungschlag? Dann hättest du ein bisschen Varianz in deinen Angriffen. Was will ich denn mit Varianz in meiner Angriffe? Ich hopp da so die ganze Zeit rum. Nein, ich habe meine verbesserte coole Hast. Das genügt voll auf. Also der Stärke des Ritters. Ja, Stärke des Ritters. 1000 Punkte wären es noch. Oder möchtest du die sparen? Nee, dann hätte ich gerne Beharrlichkeit. Womit ich jedes Mal Inbrunst bekomme, wenn ich einen Gegner treffe. Das ist natürlich mit der Stärke des Ritters ein bisschen kontraproduktiv, aber gut. Wenn das die Voraussetzung dafür war, wollen wir uns nicht beschweren. Moment, was wolltest du jetzt nehmen? Ganz links oben. Beharrlichkeit. Ei. Gut, was hol ich mir denn jetzt noch? Ich habe mir jetzt geholt ein Massengebet. Das Gebet heilt auch euren Gefährten, wenn er in der Nähe ist. Oh. Das ist doch süß. Verstärkte Zähigkeiten. Ich will nicht verstärken, ich hätte gerne eigentlich tolle neue Sachen. Herausforderung. Los. Dauert wieder. Neue Folge fängt genauso actiongeladen an, wie die alte aufgehört hat. Ach, hör doch auf. Hör doch auf. Ja, perfekter Block kriege ich doch im Leben nicht hin. Im Leben nicht. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, wir sind gerade auf der Suche nach Wasser in dieser Stadt. Das wird warte mal, du roboterst gerade ganz hart. Du, Mathis, ganz ruhig. Tief durchatmen. Ja. Du hast gerade gerobottert. Ja, ja doch, meine Güte. Herre Christ, tut mir ja leid. Mhm. Jetzt ist besser. Schön. Oh, inbrünstiges Wiederbeleben. Oh, das. Was ich eigentlich. Ich red einfach nicht. Doch, sprich. Mach deinen Scheiß doch alleine.
Nein, Motti, ich brauche dich an meiner Seite. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Christian. Ja. Marzipan, Nougat, Schokolade oder Lebkuchen? Nimm mal als Einstimmung auf Weihnachten Lebkuchen. Okay. Wir trinken nämlich heute ein wenig neben des Let's Plays, so ganz unverantwortungsbewusst und... Die ganze Stadt ist dieser Bande ausgeliefert. Nein. Mein Neffe hat sich ihnen angeschlossen, den Skorpionen. Der Junge taugt nichts. Mhm. Und ganz lecker, ein paar kleine Likörchen. Man könnte sagen, euch zum Wohlgefallen. Das wird nämlich nur lustiger. Zumindest ist es das, was wir uns davon versprechen. Ja. Ich hab das nötig, ich hatte heute interessante, lange Unterhaltungen. Guck mal, ich habe einen gefunden, mit dem können wir reden. Das Leben ist ungerecht. Ich bin ruiniert. Kein Wasser, das ist schlecht fürs Geschäft. Ach. Kein Wasser, sagt ihr? Kennt ihr den Grund dafür? Die Skorpione waren es. Niederträchtige Leute, das sage ich euch. Alles aus. Sie haben die Wasserversorgung abgeschnitten und kontrollieren jetzt den einzigen Brunnen der Stadt. Wir können zu diesem Brunnen nicht gehen. Die Skorpione töten jeden, der sich ihm nähert. Ob Soldat oder Zivilist. Völlig gleichgültig. Jemand muss uns zu diesem Brunnen führen. Einige der euren, würde ich meinen. Wir werden sie beschützen. Ihr habt mein Wort darauf. Die Welt zerfällt. Die Templer werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und wir kämpfen gegen eine Straßenbande? Wir müssen. Ohne Wasser haben wir keine Chance, den Tempel in der Wüste zu erreichen. Wir müssen die Welt auch im Kleinen beschützen. Zu den Waffen! Die Skorpione stürmen den Hauptplatz! Weißt du überhaupt noch, wie das geht? Na sicher! Ich spam einfach die ganze Zeit linksklick wie der letzte Vollidiot. Und dann wird das schön. Warte mal, ich hatte doch so lustige Fähigkeiten. Ach nee, halt, der gehört zu uns. Ich muss mal kurz raus. Optionen, die greifen mich bestimmt jetzt an, ne? Allgemein. Nee, doch. Bei dir pausiert es, wenn ich rausgehe und in die Optionen gehe. Dann. Na, dann ist gut. Ich wollte gucken, ob der Schwierigkeitsgrad noch stimmt. Ich bin gerade in den Optionen, habe meine Mausinvertierung wieder umgestellt. Ah, ich konnte doch. Ach so, ah, Mist. Habe ich das ausgegeben für den falschen Angriff. So, gleich kann ich. Genau. So ging das. Wir haben ein Leben ergriffen. Warum habt ihr angegriffen? Redet. Niemals. Wenn ich rede, bin ich so gut wie tot. Okay. Seht ihr diese wütenden Männer? Es dürstet sie nach Wasser und Blut. Eurem Blut. Und eurem Wasser. Ich kann es euch auch sagen. Ihr könnt dennoch nichts unternehmen. Der Anführer will die Stadt übernehmen. Wir beherrschen die Wüste, wenn wir das Wasser kontrollieren, sagt er. Ihr könnt uns nicht vertreiben, Abschaum. Ihr irrt euch. Die Kerle haben das Trebuchet. Wer es kontrolliert, beherrscht die Stadt. Wir müssen es erobern. Ich. Dann können wir damit den Weg zu dem neuen Brunnen räumen. Richtig. Und genau das machen wir auch. Kann ich den Mistkerl jetzt töten? Ja, bitte. Nein, wir werden später über ihn urteilen. Sonst sind wir nicht besser als sie. Sag ich ja. Wir kämpfen uns zum Trebuchet durch. Sammelt Großartiger eure Plan. Männer. Ich weiß, ich bin ein Taktiker. Das ist, ja, du bist sowieso der ganz große Taktiker. Willst du mir das irgendwas sagen? Krass, ich hab Imbrunstkugeln, das ist ja nicht mehr schön. Bogenschützen auf den Dächern vor uns. Nein. Wir werden sie von hinten überraschen. Wir können es nicht riskieren, weiterzugehen. Wir bieten sonst viel zu gute Ziele. Also gut, wir kümmern uns um ihr Nest. Sobald der letzte Bogenschütze gefallen ist, setzen wir uns wieder in Bewegung. Kann es sein, dass der gerade ganz schön die Stimme gewechselt hat? Naja, er ist halt ein bisschen heiser. Die Treppens. Um das mal ganz... Nee, warte, zurück. Oder geht man da hoch? Nee, da kommt es noch nicht hoch. Hier links müssen wir lang. Ist das so? Ja, bestimmt. Hinten ist eine Treppe, aber bestimmt müssen wir hier hoch. Ich hab die Treppe gefunden. Oh mein Gott, ich mich nicht! Ich habe nichts mehr! Verschont mich! Ich komme zu dir. Das sieht so aus, als wären der Gegner. Wie konnte ich ihn... Ah, so. Au! Okay. Also mein Umstoßen ist...
komisch. Oh, der wurde nicht umgeworfen. Ich habe jetzt den Umstoßen nicht gesehen, dein Umwerfendes. Fairerweise, danke, ich auch Rettung. Nicht. Weil es nicht die Skorpione so ganz haben meine ganze also, Ware gestohlen. Hat schon funktioniert, aber ich habe die Reichweite Händler. Überschätzt. Das ist jetzt kein guter Ort für euch. Findet bitte meine Ware. Mit den Beinen um. Meine Frau bringt mich um, wenn ja, ich mit Fußfeger. Leeren Händen nach Hause komme. Und sie ist viel schrecklicher als die Skorpione. Ich habe hier was gefunden. Ein Schatzhinweis. Ein. Ich glaube, das da hinten sind die Bogenschützen. Aber wir schleichen? Ups, das nee, mit, das war... Mit hier, ne? X? Mit nee, was hier war das? So Shift oder Umschalt oder wie heißt das? Ja, Umschalt, genau. Also Shift. Du links, ich rechts und go. War das... Das war das andere. Bitte. Sie haben uns danke. Gesehen. Ich hab ihn von dem Dach geworfen. Sehr gut. Schön, dass wir drüber jetzt gesprochen haben. Jetzt können unsere Verbündeten wieder vorrücken. Ja, Segen der freien Kombo des Zurückwerfens. Sag ich ja. So, wo bist du lang? Wir schleichen uns jetzt von hinten an, damit unsere dann Verbündeten dadurch... Dann gehen wir eben den steinigen Weg. Ja, dann gehen wir eben den steinigen Weg, weil unsere Verbündeten da einfach reinrennen, wie blöd. Komm, ich komme. Oh, ich hab dich... Böse. Kommst klar? Das glaube ich schon. Wie man eben gesehen hat. Du hast ihn also weggespartert, ja? Das ist der Templerorden. Okay. Ah, die sind hinter mir gespawnt. Das ist interessant. Stirb, du Sau! Au! Also langsam muss ich wieder reinkommen. Das tut ein bisschen weh. Unseren Verbündeten geht's nämlich eher weniger gut. Wir haben auch nur noch einen Verbündeten. Ach, der macht das schon. Muss man natürlich sagen, dass unser einer Verbündeter ganz schön sportlich unterwegs ist. Seht, da kommen weitere Soldaten zu unserer Unterstützung. Ach, sehr schön. Das sind gute Nachrichten. Hoffentlich wissen sie etwas. Sir, die Skorpione haben sich an dem Tor vor uns gesammelt. Ihre Bogenschützen sind in erhöhter Stellung. Wenn wir jetzt stürmen, metzeln sie uns bis zum letzten Mann hin. Ich verstehe. Wir werden diese Bogenschützen ausschalten. Wir wissen ja, wie es geht. Dafür super müssen wir bestimmt wieder außen rum. Aber guck mal, hier hinter uns ist doch noch so ein Haufen Silber und konnte bloß nicht zwischen den zwei Menschen durchgehen. Das hat mich ein wenig Herr, irritiert. Sei ihren Seelen gnädig. Au! Hallo, ich drück doch die Leertaste. Warum macht ihr nichts? Alter! So. Komm, neue! Oh Gott! Au! Verdammt! Sie haben mich erwischt! Sie haben mich erwischt, Christian! Huh? Mich auch! Gutes Ding! Ich weiß nicht, was war's denn? E? Q? Q, 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 Q! Oh, ich hab nicht genug, um dich wiederzubeleben. Ich muss erstmal ein bisschen kämpfen. Toll! Ja? Ganz ehrlich. Das heißt doch, jedes Mal, wenn ich getroffen werde, kriege ich Inbrunst zurück. Steht auf! Es ist nur eine Fleischwunde. Genau. Trink, Brüderlein.
Von wegen, ich kein Wasser. So ein Quatsch. Hm. Warte mal kurz, ich muss mal hier... Ja, hier ist eh niemand. ...den Optionen was gucken. Ah, ja. Was denn? Als wir zum ersten Gott, Mal ins Heilige... Da war ich schon. Alles geklärt. Wir müssen jetzt zu dem Blauen. Das ist, ich glaube, da hinten. Das ist super. Oder? Kann sein, kann nicht sein. Ich glaube, hier ist es. Hier sieht es so aus, als ob es hochginge. Ich habe mich geirrt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach bloß ganz weit zurückgehe. Um die Zuschauer damit total abzunerven. Aber irgendwie... Jetzt hat sich da ein zweiter silberner Pfeil dazu ge... Da fuck. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen da erst weiter und dann gehen wir so rechts lang und dann kommen wir dahin. Sonst wüsste ich nicht, wie das funktionieren soll. Bis ans Ende der Welt. Oh, das hast du schön gesagt. War? Ja, ich bin ganz tief berührt in meinem Innern. Absolut, ich würde ja auch hier eine Romanze andichten, wenn nicht relativ klar ist, dass wir Geschwister sind. Hey, was soll das denn jetzt? Die Ähnlichkeit ist schon verblüffend. Na klar. Achso, eine inzestuöse Romanze, ja, das ist wieder das, was du gerne hättest. Oh, bitte. So Game of Thrones-Style. Das werden wir nicht mehr schaffen. Ja, gut. Da hast du eigentlich immer so viel von den Dingern übrig. Weil sich die bei mir im Kampf aufladen und das übelst schnell. Für jeden Kill kriege ich so eine ganze Kugel. Wenn ich für jeden Kill eine Kugel bekommen würde, dann hätte ich viele gar nicht Kugeln. Mehr retten vor Inbrunst. Ja. Sie haben uns gesehen. Ah, okay, unsere sorry. Verbündeten rücken wieder vor. Rasch, wir müssen ihnen helfen. Aber absolut. Wer zuerst? Mist. Aber das sind so viele. Bitte? Hallo. Aua. Aua! Wieso kann ich jetzt nicht mehr mit dem rechten Stick angreifen? Meine Güte. Krass! Boah, der ist ja echt hart drauf. Ich habe sein Schild vernichtet und auf einmal hatte er zwei Säbel in der Hand. Und das Tor öffne. Nice. Das war wieder nicht schlecht. Meinte er jetzt, hab ich das gesagt? Hinan, hast du jetzt eigentlich dein Massengebet? Nein, warte. In den Kampf! Ja, aber dafür musst du herkommen. Wow. Ich bin gerade gebeten beschäftigt. Sorry. Oh Gott! Ah, fuck. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ich glaube, unser Verbündet... Aua! Warte auf anderen Spieler. Das ist ein super Zeitpunkt für diese Experimente. Welche Experimente? Wir haben es verloren. Orient auf der Suche nach... Seht, da kommen weitere Soldaten zu unserer Unterstützung. Ah. Okay. Cool. Nee, halt, Moment. Erst Bogenschützen. Das ist ja doof. Wir müssten die Folge an dieser Stelle beenden. Wo weißt du das? Erstens. Wer zuerst? Weil es Zeit ist.
Das ist auch wieder wahr. Ja, so schön ist wie... Aber wir sind so gerade schön. Mitten im Kampf. Na okay, dann beenden wir jetzt die Folge. Ciao, während ich hier gerade verrecke. Gerade mitten im...